Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna feel door hit when I leave. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Flying Anker. Wir sind in Dubai im Taj Hotel. Wir sind gerade angekommen gestern Abend und wir zeigen euch dieses wunderschöne Hotel. Wir sind jetzt schon total positiv überrascht, denn wir sind gestern Abend angekommen und haben dieses wunderschöne Hotelzimmer hier vorgefunden. Und wir wurden super, super nett empfangen hier gestern Abend. Und wir wollen euch das Ganze mal zeigen. Wir haben uns für das Taj Hotel Downtown Dubai entschieden, denn wir sind hier mitten im Zentrum von Dubai in der Innenstadt und wir sind hier einfach super perfekt angebunden, wir werden 3 Tage hier verbringen und von hier kann man perfekt die Altstadt erkunden, Dubai Downtown, man hat den Burj Khalifa direkt in der Nähe, die Dubai Mall und man ist einfach mit der Metro perfekt angebunden, um hier die ganze Downtown Innenstadt zu erkunden. Wir kamen gestern sehr spät in der Nacht an, also wir haben einen Late-Night-Check-In gemacht und deswegen sind wir auch direkt schlafen gegangen, weil ich muss sagen, wir haben in dem Bett echt wie in einer Wolke geschlafen, also richtig gut. Ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen, doch, oder? Ja, total gut. Und jetzt haben wir wieder genug Energie und jetzt werden wir euch erstmal ein bisschen von dem Hotel zeigen. Herzlich willkommen! Wir sind im 31. Stock. Es ist wunderschön. Schaut euch dieses unglaubliche Zimmer an. Man kommt rein, hat hier direkt erstmal einen Eingangsbereich, wo man den Koffer ablegen kann. Man hat sogar ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Man kann hier alles perfekt aufhängen. Das ist echt top, muss ich sagen. Dann geht es weiter. Man kommt hier ins Masterbad. Das ist unglaublich schön. Man hat hier auf der einen Seite eine Badewanne. Man kann das Ganze auch runter machen. Hat man keinen Blick mehr zum Schlafzimmer. Aber so finde ich es auch unglaublich schön. Dann haben wir hier auf der linken Seite 2 Waschbecken mit einem Riesenspiegel. Man kann sich so parallel fertig machen, das ist echt top. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier einmal versteckt das WC. Und auf der anderen Seite noch eine Dusche. Also echt perfekt. Man kann sich perfekt gleichzeitig fertig machen. Und weiter geht's, kommt mit. Hier haben wir eine kleine Minibar. Wenn man mal abends einen Kaffee oder einen Tee trinken möchte, wird auch mal aufgestockt. Das ist echt perfekt. Und jetzt sind wir angekommen im unglaublich schönen Schlafbereich. Es ist so bequem, man schläft hier echt wie auf Wolken. Und hier sind wir im kleinen Wohnzimmer. Die haben uns so schön hier empfangen. Die haben uns hier einen kleinen Willkommensbereich, so ein kleines Snack und mit Obst alles richtig schön dekoriert. Und wir wurden echt unglaublich lieb empfangen. Das ist richtig, richtig schön. Man hat dann auch noch gegenüber einen Schreibtisch, wenn man sich hier bequem machen möchte. Das heißt, man kann hier schön arbeiten, wenn man noch irgendwas am PC machen möchte oder so. Das ist auch perfekt. Und das Beste an diesem Zimmer, der unglaublich schöne Blick auf den Burj Khalifa. Also ich glaube, besser geht's nicht. Das höchste Gebäude der Welt. Wenn man hier reinkommt und sieht dieses Fenster mit dem Burj Khalifa direkt gegenüber und stellt euch vor, abends, in der Nacht, die ganzen Lichter, die man da sieht, das ist echt ein Hammer. Also atemberaubend, wirklich. Mega schön und es hat uns echt umgehauen. Wir sind absolut positiv überrascht. So, wir gehen jetzt erstmal frühstücken, um den Tag mit viel Energie zu starten. Das Frühstück ist hier im Hotel von 7 bis 11 Uhr morgens. Und hier im Hotel trägt auch jeder die Masken, ganz in Dubai haben wir soweit gesehen. Und das finden wir auch super gut. So schützen wir uns alle vor dem Virus. Und ich würde sagen, auf geht's. Let's go. Was ich hier sehr gut finde im Restaurant, kann man mal vorstellen, da wird ja auch wird einem so erklärt, wenn die besten Zeiten zum Essen kommen sind. Und man hat sogar auch eine Maske. Das habe ich noch nie gesehen, dass man so eine Maske zum Frühstücken kriegt. Das finde ich echt super. Also wegen dem Thema Covid braucht man sich hier echt keine Sorgen machen. Überall steht es geschrieben, maximal 10 Gäste und wegen Social Distancing steht es auch überall auf dem Boden nochmal erklärt. Also das finden wir echt top. Mhm.
met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you. Ask you all my questions. Get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. So you don't let me go when I come real close. I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you. Ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Wir sind jetzt hier auf der Terrasse vom Treehouse. Ein perfektes Ambiente, um den Abend ausklingen zu lassen und mit Blick auf den Burj Khalifa und einem wunderschönen Ambiente. Unser Fazit zum Taj Dubai hier in Downtown. Erstens muss ich sagen, die Lage ist wirklich top. Wir sind hier mitten im Downtown, das ist perfekt, um ganz Downtown zu erkunden. Wir haben es wirklich sehr, sehr nah zum Dubai Mall, zum Burj Khalifa und einfach, es ist eine perfekte Lage. Des Weiteren, wir sind hier einfach... Wir haben einen wunderschönen Pool, eine kleine Oase mitten in der kleinen Stadt. Und es war perfekt, um nach einem langen Tag, nachdem man die Stadt erkundet hat, um sich ein bisschen zu entspannen und runterzukommen und einfach ein bisschen ein paar Bahnen zu schwimmen und die Sonne zu genießen. Des Weiteren haben wir eigentlich ein wunderschönes Zimmer hier, direkt mit dem Blick auf den Burj Khalifa. Das Bett ist wunderbar, man schläft hier wirklich wie auf Wolken und man kann hier sehr, sehr gut entspannen. Und zum Thema Covid müssen wir sagen, die Sicherheitsmaßnahmen sind super. Wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben. Es wird überall viel sauber gemacht, ob im Fahrstuhl, im Eingangsbereich, überall. Die achten wirklich sehr auf die Covid-Maßnahmen, beim Frühstück überall. Und wir müssen sagen, wir fühlen uns hier wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis echt sehr gut ist oder das ganze Grundumpaket, was in dem Preis drin inbegriffen ist, weil einfach der Service gut ist, die Location gut ist, das Zimmer schön, wie sie schon gesagt hat, also wir sind damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Auf der anderen Seite finde ich auch das Buffet oder das Frühstück sehr, sehr, sehr lecker. Es gibt wirklich etwas für jeden, es gibt ganz viele Typen von, also ganz viele Brotarten, es gibt Cerealien, es gibt sehr frische Früchte, also es ist wirklich was für jeden dabei und auf jeden Fall sehr wichtig für uns ist der Service, also das Personal, das hier arbeitet, ist wirklich sehr nett und ist auch immer für einen da und die sind wirklich sehr aufmerksam und das ist etwas, das wir sehr in einem Hotel schätzen. Also Hut ab, sehr guter Service. Zum Abschluss können wir euch nur sagen, dass wir das Taj Dubai hier in Downtown nur weiterempfehlen können.